Da wir Chapter 2 noch nicht abschließen können, da uns eine Ability fehlt, gehen wir nun hier weiter in dieses Tor zu Chapter 3. Denn dort werden wir eine Ability bekommen, womit wir Chapter 2 durchspielen können, habe ich mir so erzählen lassen. Und das ist ein sehr nettes Schiff hier auf jeden Fall. Ach, schau mal an. Chapter 3 spielt hier in dem Startraum hier, wo man... wo Headkid am Schlafen ist normalerweise. Übrigens, das wurde mir im Nachhinein erzählt, hier gibt es scheinbar ein Easter Egg. Wenn man hier lang genug irgendwie, ja, hier in den Kissen rumschwimmen ist, dann hört man irgendwie im Hintergrund solche Geschrei oder sowas. Bin mir da auch nicht sicher, für die Leute, die sich da auskennen. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren da lassen. Hier haben wir Toy Freddy. Und hier haben wir nächste Welt. Bin gehypt, let's go. Kapitel 3, Subcon, Wald. Vertragliche Verpflichtungen. Hey, möchtest du das nicht unterzeichnen? Wofür ist denn das? Ach, du weißt schon, nur für deine Seele. Hm, krieg ich dafür eine Uhr? Dann würde ich ja sagen. Wer würde das nicht? Interesting. Subcon Wald. Okay, kann ich hier... Ja, ich kann hier stehen. Ich kann hier hochklettern auf diesem Baumhaus, schätze ich. Ja, das ist doch ganz nett, ja, oder? Ja, das ist doch ganz nett. Okay, dann gehen wir mal nach ganz oben. Ah, schöne Pilze am Leuchten. Wow, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, das wollen wir nicht. Wir werden hier schon eingeladen. Irgendwie nehme ich das ein klein bisschen Adventure Kazooie. Da gab es auch so einen Wald. Okay, das ist schon ein bisschen vage mit so einem Wald, aber ihr wisst, was ich meine. Nein! Nein! Keep out! Okay, die wollen uns hier nicht haben. Trotzdem sind wir nun mal hier. Denn ich rieche, dass sich hier Uhren befinden. Und warum leuchtest du so? Ich meine, okay, du bist eine Laterne, aber du leuchtest schon anders als die anderen irgendwie. Du leuchtest heller als alles andere, Baby. So, jetzt versuchen wir es nochmal hier oben. Diesmal nicht runterfallen. Wir sehen uns gleich wieder. Bonk, bonk, bonk. Kann ich hier stehen? Ja, okay. Oh Gott, es geht noch weiter nach oben? Wie komme ich denn da hoch? Seht ihr das? Ah, hier kann man stehen. Okay. Und dann kann man hier hochklettern. Nicht mehr weit, Kleine. Habe ich es dann noch ganz oben geschafft? Oder was meint er? Passiert irgendwas? Ich dachte, er sagt jetzt so, geh nicht weiter. Und was ist, wenn ich weitergehen will? Wow. Es wäre sehr schmerzhaft, wenn ich hier runterfallen würde. Oh oh. Naja, ich habe ja einen, wie heißt denn das? So einen Anstecker. Den hier, mit der Ability, dass ich kein Fall Damage nehme. Und das ist eigentlich bisher immer ziemlich nützlich gewesen. Aber natürlich hat er trotzdem einen Punkt. Dass wir hier aufpassen sollen. Gepriesen sei der Double Jump, sage ich mal an der Stelle. Hier kann ich stehen? Hey. Gott. Los, kleiner Dino, du schaffst das. Okay. Ich glaube, wir sind oben. Kann das sein? Gott, wo führt mich das hin? Ist das eine Bonusmission oder sowas? Am Ende ist das für ein... Für ein Subspace, das wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Für so einen Zeitriss. Das wär's doch. Wenn ich jetzt hier hochgehe und dann ist hier nichts, weil es erst später ist. Doch, hier ist ein Geschenk! Take a Hike Achievement! Ein Schatz! Ein UFO. Hm, nice. Ja, wie komme ich jetzt hier runter? Ich schätze, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ah! Aufgeplatscht und alles aufgeprellt. Aua. Welcome, young one.
please make a purchase at my humble stall. Okay, ich kann mal schauen. Ich habe 200. Nee, das kostet 200. Du stirbst so einen Treffer, nur für die Mutigen. Niemals wegen des Hechtsprungs an Wänden abprallen. Erlaub dir, einen weiteren Anstecker auszurüsten. Ja gut, ist ja alles jetzt nicht wirklich hilfreich im Moment. Nicht wirklich interessant. Aha. Hey, bleib stehen! Bam! Hä? Bam! Nein, das war eine Falle! Lass mich raus hier, verdammt! Hallo? Ihr wart da? Was war das? Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Irgendwas kommt auf mich zu. Oh, ich hab's rausgeschafft. Doch nicht, ich wurde rausgelassen. Das ist ein bisschen verdächtig, meinst du nicht? Er will, dass wir sein hirnloser Untertane werden. Aber was, wenn ich einfach gehe? Ich kann nicht gehen. Er will unbedingt, dass ich... Hä? Geil, ich hab einen Glitch gefunden. Hey. Bike ist unsichtbar. Whee, whee, whee. Okay, lass was. Ja, also... Entweder er frisst uns auf, unsere Seele, und schmeißt unseren leblosen Körper weg, oder wir arbeiten für ihn. Also ich glaube, da gibt es nur eine richtige Lösung. Ab in den Mund! Nein, Spaß. Okay, Vertrag. Säubere den Subcon-Brunnen, finde das Subcon-Dorf, töte alle Geister und säubere den Subcon-Brunnen. Folgende Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 1, Akt 2. Ich werde folgende Geisel nehmen. Your Soul. Aber behalte alles, was du auf deinem Weg findest. Signed. Ja, hier kann man es sich nochmal anschauen. Signed. Ah, ich kann es auch ablehnen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich ablehne. Gutes Argument. Aber weißt du was? Ich sag trotzdem nein. Warte, was passiert, wenn man die ganze Zeit nein sagt? Ich entscheide nicht. Nö. Nö. Ich unterschreibe ja. Oh, man stirbt wirklich. Oh nein, Game Over, Leute. Oh nein, Game Over. Ernsthaft? Die Mission geht einfach von vorne los, aber ich habe alles eingesammelt da oben, ne? Ich hoffe mal, dass eingesammelt zählt. Ja, machen wir einfach bis zu dem Punkt von gerade hin wieder von vorne los. So, warte, was ist das hier eigentlich? Nix, okay. Ja, bis gleich. Okay. Okay, ich unterschreibe. Das ist mein Name. Seal the Deal, wieder DLC. Meine Seele.
Du fühlst dich außerordentlich leer von innen an. Das kann man so beschreiben, ja. Okay. Okay, gut. Oh, ich bin so leer. Genau, hier ist unser Contract. Wir haben 3 Missionen und die Missionen lauten: ein Dorf finden, Geister töten und den Brunnen säubern. Warum auch immer, aber ja, das sind unsere Missionen und ich weiß nicht genau, wer mit den Geistern gemeint ist. Ich schätze mal, ich dachte an die, aber nee, ich kann die nicht schlagen. Na gut, schauen wir uns jetzt mal um. Jetzt können wir uns ja umschauen. Jetzt haben wir das Kapitel ja freigeschaltet. Und die können wir uns hinsetzen. Ein bisschen entspannen. Kurz die Situation genießen. Naja, meine Seele wurde mal wieder verkauft. Ja, letztes Mal beim Teufel und jetzt bei diesem skurrilen Typen. Ja, was mache ich noch mit meinem Leben? Ich glaube, ich sollte mal Like da lassen. Okay, genug nachgedacht. Und hier kann man nicht durch? Nee, ist einfach Wand alles. Also es tut einem noch nicht weh, ist einfach Wand. Was steht da? Rest in Rip. Rest in Rip, finde ich super. Oder auch Rip in Peace ist auch genauso gut. Was bist du denn hier eigentlich? Was bist du denn für einer? Ist aber kein Spiel für Kinder jetzt. Du bist ja gruselig, du. Das hat dein Auge auf etwas, ha? Was bist du denn? Ein Apfel? Ich nehm den mal mit, ne? Danke. 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 Kann ich ihn schlagen? Nee. Hier geht's noch nicht weiter. Die Brücke erinnert mich ein bisschen an Wind Waker. Vor allem mit dieser unsichtbaren Wand hier. Ja, Fruchtfleisch halt, ne? Ja. Was bist du denn hier? Ich erkenne es nicht. Was soll es darstellen? Ach so, da fehlt der Kopf. Ah. Hi, Foxy. Ist ja, Greatest Day von FNAF? Habt ihr alle von der Party eingeladen? Ja, ich lasse euch mal Party machen. Ich gucke mich jetzt mal weiter um. Hier sind sehr viele Leute begraben worden. Wahrscheinlich die ganzen Leute, die er getötet hat. Hier liegen deren Körper einfach rum. 3 Typen sind hier auf dem Weg. Okay. Grabraub zahlt sich aus. Echt? Dann machen wir das mal. Wir haben ja unseren hübschen neuen Hexenhut. Und das stimmt, man kriegt ja auch was davon. Bam. Bam. Ja, ein bisschen Money, aber ihr wisst, ich bin sehr pleite im Moment. Deshalb kann ich das sehr gut gebrauchen, das ganze Money, was ich hier finden kann. Bram, 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 bram. Ich brauche super viel. Und ja, deshalb ein bisschen Grabstände reinmachen, ne? Ich empfehle euch das nicht im Real Life zu machen, aber in dem Spiel ist es in Ordnung. Hier kriegt man dafür Geld. Im Real Life kommt man dafür in den Knast und hier kriegt man Geld. Du, du, du. Gute Werte, die das Spiel auf jeden Fall weiterreicht. Ach guck mal, die Dinge, die spawnen gar nicht, die bleiben für immer. Da hinten geht was ab. 3 Füchse, die irgendwie rumtanzen. Ich habe das Dorf gefunden! Yes! Ein Drittel meiner Seele gehört wieder mir. Theoretisch halt, aber ich krieg's halt noch nicht. Okay, Geister töten und Zapfernbrunnen säubern. Das fehlt noch. Okay, dann sprinten wir mal hier hin und her und schauen uns nochmal den Rest des Waldes an. Hi, Kumpel. Ja! Was? Wo? Was zum... Okay, das ist bestimmt so Auto-Bounce-Sketch oder so, was ich machen kann. Ich lasse es lieber mal. Und hier gibt es da noch mehr zum Grabständern. Ja, dann let's go. Dann let's go. Sign me up. Du, 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 du. Bam.
Was bist du denn hier? Bist du eine Art Totenkopf? Nimm mich mal mit, ne? Bam! Booyah! Nee, leider kann ich den nicht mitnehmen, auch wenn er cool aussieht. Bist du lieb? Oh, das ist böse. Okay. Die Skulltuna ist böse. Bam. Vertraut niemals Spinnen, die sind immer böse. Immer böse. Wofür sind die ganzen... Ja, Kirschen, Äpfel, was auch immer. Wozu, wo sind die? Wer will die haben? Fragen über Fragen. Und da ist ein... Das ist ein Gemälde. Komm ich da rein? Schaut mal, von wem das der Gesicht ist. Von dem Dude, wo wir mal die Upgrades kaufen. Vielleicht kommt er von hier? Müsste aber jetzt nicht, wie ich da reinkomme. Na gut, dann lassen wir das für später. Vielleicht kriegen wir später eine Antwort auf diese Frage. Und jetzt kommen wir erstmal hier hoch. Denn da oben ist... Noch ein Schatz! Ne Kuh! Hä, die Kuh passt doch perfekt zum, zum UFO. Ne? Oh, hier ist auch was. Irgendwie können wir doch Flammenwurf einsetzen, habe ich das Gefühl. Können wir das hier nass machen und dann so einen Superjump machen? Ah, ne, falsches Spiel. Naja, egal. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett vom Weg abgekommen. Naja, Erkundung kann nicht schaden, ne? Erkundung kann nicht schaden. Hier ist auch wieder sowas. Vielleicht kriegt das wieder nicht auf, oder? Nö. Sieht so aus, aber geht nicht. Nee. Nee, wirklich nicht. What's up? You working on any contractual obligations lately? You better be. Remember our little deal? Check it out. Those incredibly annoying fire spirits are sitting right there in the middle of my village. Oh, vielleicht können die uns ja helfen, da durchzukommen durch das Eis. Their little dance is creating these incredibly annoying barriers that stop me from getting the parts of my forest. It's almost like they're trying to put an end to me. How adorable. Rechts der Mafia, Dude, sehe ich es jetzt. Dispose of them. I don't care how you do it, as long as they suffer for entering my domain. Oh, ich werde sie suffern lassen. Back to work, Trooper. This isn't a vacation, and I'm getting impatient. Wer bist du, dass du mich Trooper nennst, Bowser? Naja, was soll's. Badges are totally in right now. That's what I've been told to say. So make a purchase. Ja, du hast immer noch die gleichen. Ah, nee, hast du nicht? Halte X gedrückt für eine Laserattacke. Ja, darauf sollten wir sparen. Definitiv, das würde sich lohnen. Was ist das eigentlich für ein Strahl? Tut er weh? Nö, ist einfach nur so ein Strahl. Und Hallöchen da oben. Seid ihr böse oder seid ihr einfach lieb? Ich hoffe, ihr seid lieb und tut mir nichts. Kann ich da rein? Wer ist denn das? Die Eule. Hä? Was zum... Hey Leute, schaut mal ein neues Gemälde an. Voll cool, oder? Wieso kann ich das jetzt mitnehmen? Wo ist es jetzt? Okay? What? Hey Jungs! Oh, die wollen die Gemälde. We want to die. Yay. Fühl ich. We want to burn bright and then burn out. Become a cloud of smoke. Ich mag dein Aussehen, sieht cool aus. Our bonfire needs more fuel. Only the finest paintings will do. Can you help us? Sure. Sagst du das Gleiche? Ja, okay, die sagen alles Gleiche. Okay, habt sie gehört, Freunde? We want to die.
Die wollen die Bilder haben, 4 Stück an der Zahl, damit sie das, ja, das Lagerfeuer, ja, damit es mehr brennt, mehr Brennstoff. Das heißt, hier sind Seelen drin, keine Ahnung, auf jeden Fall ist hier ein Gemälde mit einer Eule. Bitteschön. Jetzt brennen wir die ganzen Seelen ja ab. Ich meine, sonst würde meine eigene Seele brennen. Das will ich ja nicht. Lieber brenne ich die Seelen von anderen Unschuldigen ab. Ja. Baum ist eine Sackgasse. Aber wo bin ich denn jetzt hier auf einmal gelandet? Ich tropfe? Okay. Okay. Hier geht's erst Chapter 2 weiter, denke ich mal. Vielleicht kannst du mit denen das Eis brechen? Ja, wie denn? Ich kann die doch nicht mitnehmen. Oder vielleicht kann ich danach. So, mit diesen Einwohnern zu reden. Gib deinen Körpern diese verärgerten Geister, Kleine. Nee. Ich gebe doch meinen Körper nicht ab. Sowas tut Headkid nicht. Auf keinen Fall. Was wir tun ist, einen Weg finden, die Gemälde alle rauszubekommen. Hier ist kein Gemälde. Wo waren nochmal eins? Hier ist eins, aber da kommen wir halt nicht ran. Nö, da gibt es keine Möglichkeit ranzukommen. Zumindest im Moment für uns. Also, als ich die Mission ausgewählt habe, stand nicht, man kann die eventuell noch nicht schaffen. Also muss man sie jetzt schaffen können. Okay, kann ich rein? Ich sehe nur leider nichts. Kann ich da... Kann ich irgendwas... Hallo? Okay, dann halt nicht. Hä? Habt ihr... Hier ist halt noch ein Bild, ne? Ja. You come with me. Warte. Come with me. Aua. Ja, das war mal seine Seele, würde ich mal behaupten. Ja, habe ich verdient. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Eishutgarn. Ganz nett, nett, nett. Wo führt mich denn das hier hin? Oh, ich schaff's noch gar nicht, oder? Doch, schaff ich. Krieg ich auf die drauf? Ach so. Nein! Ich hab vergessen, ich dachte gerade so, ja, Super Mario, ich spring einfach auf die drauf und dann mach ich die platt. Juhu, aber nein, so funktioniert das hier im Spiel nicht. Ja, jetzt muss ich die ganzen Jumps neu machen. Oh, ist das nervig. Kann ich hier nicht abkürzen? Ja doch, ich kann schneller machen. Speedrun! Und jetzt kommen sie wieder? Ah ne, hier war das noch nicht. Hier war das. X? Jum. X? Hä? Was ist normal? Ah, erstmal in der Luft springen und dann wieder X drücken. Für die Reichweite. Okay. Na gut, was soll's. Wo führt mich das hin? Oh Gott. Was? Wow. Alles umsonst gemacht, weil ich da noch nicht, hinkommen kann. Oh, wie dumm. Oh, das ist richtig dumm. Warte, kann ich in die Türen rein? Manchmal klopfen die so. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist noch nicht die Hoffnung weg. Denn wir können hier noch lang. Und wie ich sehe, ist hier auch wieder ein Gemälde. Vielleicht auch noch mehr. Wer ist da jetzt drin? Wer bist du denn? Kennt man die? Ja, Boryu. Für immer! Ja, mir funktioniert das nicht immer. Oder an manchen Stellen vielleicht auch nicht. Jetzt! Ach! Kann das sein, dass diese Strahlen zeigen, wo ich lang muss? Oh, da, wenn ja, dann bin ich ziemlich stupid. Ja, okay, der zeigt mir halt jetzt das hier an, aber... Jetzt sag mir bitte nicht,
Okay. Nee. Ich komme hier gar nicht rein. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt hier reinzukommen. Und der Hut? Wo zeigt der mir hin? Ja, keine Ahnung, Mann. Okay. Ich gucke mir mal ein bisschen weiter um. Okay, ich weiß nicht, wie ich da rankomme, aber tatsächlich habe ich jetzt genug gesammelt, um mir das hier zu kaufen. Und das werde ich mir jetzt auch kaufen, weil ich das ziemlich cool finde. Und vielleicht auch noch, maybe, wenn ich ganz viel Glück habe, ist das hier sogar das, was ich brauche, um da durchzukommen durch das Eis. Ich kann da durchlasern. Hä, was? Ich kann taunten? Ah, ich kann quick switchen und zwei Emotes machen. Einmal meh und einmal. Auch lustig, habe ich auch nicht gewusst. Okay, das sieht schon aus wie Feuer. Oh, warte mal, das ändern wir. Ich möchte mein Fahrrad haben. Oh, es gibt hier nur 6 verschiedene Anstecker, scheinbar. Ja, es gibt nur 6 verschiedene Anstecker im Spiel. Und Equipment? Haben wir jetzt wirklich alle verschiedenen Hüte? Nee, glaube ich nicht. Wir haben bisher nur eine einzige Waffe. Ich glaube, das wird sich auch alles noch ändern später, aber was weiß ich schon. Jetzt versuchen wir es mal, ob es funktioniert, bitte. Nein? Dann habe ich absolut keine Ahnung. Ich glaube, das gucke ich nach. Weil jetzt bin ich überfragt. Ich habe schon alles erkundet und habe noch nichts gefunden, was irgendwie hilfreich ist. Ja. Dann, mal schauen, ne? Okay, ich habe es jetzt nachgeschaut, aber ganz ehrlich, das ist total... Gucken wir erstmal. Also ihr seht ja, hier sind ja überall diese Früchte am Rumliegen, ne? Und hier sind ja auch überall diese Würmer. Und wie wir alle wissen, Würmer gehen gerne in Äpfel und sowas rein. Also, wenn die da drinne sind, werden sie eine tickende Zeitbombe aus irgendeinem Grund und so kann man das Eis brechen. Fragt mich nicht, wieso? Okay, darauf kann man auch einfach kommen, wenn man einfach nur die Dinger nimmt und halt damit rumlatscht. Auf einmal so, oh, hä, was willst du denn jetzt hier? Okay, darauf kann man kommen, aber ich dachte halt, die Äpfel sind irgendwie für eine andere Mission gedacht, dass man die da irgendwie sammeln muss oder so. Ja, da ist der Kumpel von dem Seller. Den nehmen wir jetzt einfach mit und verbrennen ihn. Weil, seine Seele ist sowieso schon gefangen. Also, ist eine Lösung für ihn, ja? Das ist ganz, ganz Nettes, was wir hier tun. Wir erlösen ihn. Was? Ah, die waren dafür zuständig, dass sie überall die Barrieren sind. Ich hab die Geister getötet! Jetzt muss ich noch den Subcon-Brunnen säubern. Hi. Ja, Chuchu, habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja. Oh nein. Was zum... Ich kann mich jetzt nur für einen der beiden Contracts entscheiden. Was sind denn die beiden? Was ist das hier? Das ist Akt 4 freischalten. Geh in die Villa, finde heraus, was auf dem Dachboden ist. Und das andere? Das ist Akt 5. Liefere Pakete zu 10 meiner Lakaien. Okay, also scheinbar muss man das erste Level 2-mal machen, damit wir beide Verträge annehmen können. Wir nehmen erstmal den linken, weil, naja, alles auf der Reihe. Also ja, das machen wir dann ein andermal. Aber ich unterschreibe schon mal. Ooh.
Ja, gib her. Ja, ich glaube, hier gibt's doch keine Gesetze in dem Gebiet. Hab ich nicht das Gefühl. Aber yeah! Das wird ein sehr interessantes Gebiet, finde ich. Also, ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bei Ahead in Time. Wenn wir dann unsere Seele weiter weggambeln. Oder halt zurückgambeln. Je nachdem. Bis dann.